Willkommen in der kleinen gemütlichen Runde nochmal von Laura und mir. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid und über euer Interesse an unserem Vortrag zum Thema EEAT, Content-Effizienz, Topical Authority und strategischer Themenweltenaufbau. Ich würde sagen, bevor wir so richtig einsteigen ins Thema, stellen wir uns einfach nochmal ganz kurz vor, wer wir sind und vielleicht auch nochmal so ein, zwei Worte zu Aufgesang, damit ihr so ein bisschen Einblick habt, wer eigentlich dahinter alles steckt. Und dafür haben wir hier jetzt so eine schicke Grafik von unserem Grafiker mal mitgebracht, der uns in so ein paar Buzzwords beschrieben hat. Bei den meisten Bullet Points bekommt ihr, glaube ich, schon einen ganz guten Einblick von uns. Aber es ist immer schön, sich nochmal in ein, zwei Sätzen persönlich vorzustellen. Deswegen würde ich Laura einfach mal den Vortritt lassen, ein paar Sätze zu sich zu sagen. Genau, hi, ich bin Laura. Ich bin seit mittlerweile 4,5 Jahren bei Aufgesang. Ich bin SEO und Content-Marketing-Managerin und arbeite auch relativ viel und eng mit Judith zusammen. Also wir sind nicht nur jetzt durch das Webinar zusammengekommen, sondern haben auch mehrere Kunden zusammen und kommen eigentlich aus dem Journalismus, also habe so ein bisschen einen Umweg genommen zum Online-Marketing. Genau, aber bin jetzt schon lange sehr happy. Genau, ich bin Judith, ich bin Senior Content Marketing und Projektmanagerin, 5 Jahre bei Aufgesang und ich habe so im Gegensatz zu Laura den vielleicht ein bisschen direkteren Weg genommen. Ich habe Kommunikationsmanagement studiert und hatte anfangs noch mehr PR und Content-Fokus und mittlerweile hat sich das Ganze ein bisschen verlagert zu Content Marketing mit SEO-Einfluss. Und ich bin zusätzlich Projektmanagerin für einen unserer größten E-Commerce-Kunden. Und da haben eben Laura und ich auch die Überschneidung. In dem Kontext haben wir uns dann in den letzten 1,5 Jahren noch intensiver mit dem Thema Themenwelten und Topical Authority auseinandergesetzt. Und daraus ist dann auch dieser Vortrag hier heute entstanden. So, dann haben wir euch noch einen kleinen Einblick ins Agenturteam mitgebracht. Ist ja immer ganz schön zu sehen, wer noch so hinter den Kulissen arbeitet. Wir sind mittlerweile 50 Experten aus den Bereichen SEO, PR, Content Marketing, Performance Marketing. Und unser Anspruch ist, interdisziplinär zu arbeiten. Deswegen sind wir auch in 4 cross-funktionalen Teams organisiert. Und leben den Ansatz der 360-Grad-Online-Marketing-Agentur. Das sieht man hier jetzt auch nochmal so sehr schön, die Devise, die wir verfolgen. Also es ist uns wichtig, Marketing ganzheitlich zu denken. Das sieht man hier auch sehr schön an den Verzahnungen der einzelnen Marketing-Disziplinen. Wir betreuen Kunden sowohl eigenständig in einzelnen Disziplinen, aber eben am liebsten natürlich übergreifend. Uns ist es wichtig, Silos aufzubrechen und immer über den Tellerrand hinauszuschauen. Das heißt, selbst wenn wir Kunden beispielsweise im SEO betreuen, dann schauen wir immer nach rechts und links und haben eben auch die Experten bei uns alle vor Ort, um das Maximum einfach rausholen zu können. Genau, und auf der Folie sieht man auch nochmal, dass das, was wir machen, auch Erfolg hat. Ein paar unserer Kunden auch im E-Commerce-Bereich wie Tamaris oder Gartenetage. Da sieht man nochmal den Uplift vom letzten Jahr von der Sichtbarkeitskurve, der durchschnittlich bei 148% lag. Super. Genau, bevor wir jetzt richtig inhaltlich einsteigen, vielleicht noch eine kleine organisatorische Info. Ihr könnt hier sehr fleißig, habt ihr ja schon am Anfang auch gemacht, den Chat nutzen, wenn ihr Fragen habt. Wir haben am Ende auf jeden Fall auch noch Zeit eingeplant, damit ihr die Fragen loswerden könnt und dann werden wir die einfach einmal gesammelt beantworten. Genau, und dann einmal jetzt richtig reinsteigen. Wir haben uns für das Thema strategische Themenwelten entschieden. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, warum glauben wir denn eigentlich, dass es dazu heute ein Webinar braucht und warum ist es wichtig, sich mit Topical Authority und Themenwelten auseinanderzusetzen? Und dafür haben wir euch jetzt diese Folie mal mitgebracht, die sehr schön auch bildlich die Herausforderungen beschreibt, mit denen wir uns bei vielen Kundenanfragen, aber eben auch in vielen unserer Projekten konfrontiert sehen. Es ist häufig so, dass Kunden auf uns zukommen und sagen, die vielleicht auch selber SEO-Berührungspunkte haben oder vielleicht auch selber als SEO-Manager im Unternehmen tätig sind. Ah, ich habe hier ein spannendes Keyword gefunden, könnt ihr dazu nicht mal was umsetzen? Das hat super viel Potenzial.
Und ja, das ist, mag natürlich auf den ersten Blick auch super verführerisch sein, ne? Viel Suchvolumen kennen wir alle, verführt. Aber das ist natürlich sehr kurz gedacht, denn ja, das Ganze behandelt nicht das Thema, sondern eben nur die Dokumentenebene. Und dabei tritt halt immer wieder das Problem auf, dass nicht nach rechts und links geschaut wird und dabei viel Potenzial einfach auf der Strecke bleibt. Was auch ein Szenario ist, ist, dass es sehr viele gute Inhalte gibt, die erstellt wurden, die aber nicht organisiert sind oder nicht in eine, ja, strategische Struktur gegossen wurden und damit auch nicht ihr volles Potenzial entfalten. Oder dass halt super viel Geld investiert wurde und halt auch viele Kapazitäten, aber ja, es dann am Ende veraltet, nicht mehr angefasst wird. Das sieht man hier auch sehr schön an diesem Bild mit dem Dachboden und den ganzen Spinnennetzen, ne? Also es ist irgendwie super viel da, aber es, ja, verstaubt und entfaltet auch nicht mehr sein volles Potenzial. Und auch das ist natürlich super ärgerlich, wenn halt viel Budget und Zeit reingeflossen ist. Und wir haben uns dann natürlich die Frage gestellt, wie kann man das Ganze denn lösen? Und das Ganze kann man lösen durch den Aufbau von Topical Authority und eben durch den Aufbau einer effektiven Gesamtstrategie. Und genau hier setzen dann auch wieder die Themenwelten an, über die wir heute sprechen wollen. Und bevor wir uns jetzt anschauen, warum Themenwelten wichtig sind und was eine erfolgreiche Themenwelt ausmacht, wollen wir zunächst mal so ein bisschen Ordnung in dieses ganze Buzzword-Begriffschaos bringen. Wir haben ja jetzt mit ein paar Begriffen auch schon um uns geschlagen, wenn man so will. Und die wollen wir hier jetzt einfach noch mal einmal kurz aufdröseln, was wir ja damit meinen, wenn wir darüber sprechen. Das sind in erster Linie einmal, es ist der Begriff Themenwelten. Themenwelten beschreibt für uns eine strukturierte Sammlung von Website-Inhalten immer zu einem spezifischen Thema. Und es geht um ein inhaltliches Zusammenspiel von Inhalten, immer optimiert für den Google-Algorithmus. Also das übergeordnete Ziel ist es letztlich, eine Topical Authority aufzubauen. Wo wir dann direkt beim nächsten Buzzword sind, nämlich Topical Authority, was das Maß an Glaubwürdigkeit und Expertise beschreibt, die eben durch Content-Qualität bei Nutzern und Suchmaschinen erreicht werden kann. Und dabei immer mit dem Ziel, die Sichtbarkeit zu steigern, bessere Rankings aufzubauen und natürlich auch positive Touchpoints zu erzielen. Und dann die Themenpositionierung. Das Wording ist heute noch nicht gefallen, wird aber im weiteren Verlauf des Vortrags auf jeden Fall auch öfter nochmal auftauchen. Das beschreibt die strategische Strukturierung von Schlüsselthemen, immer optimiert für die prominente Darstellung in Suchmaschinen, mit dem Ziel, eben die Relevanz für die eigene Zielgruppe zu erhöhen. Und dafür haben wir euch jetzt hier auch nochmal so ein bisschen was Grafisches aufbereitet, was nochmal schön zeigt, wie diese einzelnen Begrifflichkeiten auch zusammenhängen. Das ist nämlich, dass wir unser obergeordnetes Ziel haben, eine Topical Authority aufzubauen. Das lässt sich eben mithilfe einer Strategie erreichen, nämlich mit der Themenpositionierung. Und die Maßnahme, mit der wir diese Strategie umsetzen können, ist eben eine Themenwelt. Okay, soweit so gut. Unser Ziel ist es also, eine Topical Authority zu besitzen. Aber wieso ist das eigentlich relevant? Und um das zu erklären, folgt jetzt ein kurzer SEO-Info-Theorie-Blog. Wir starten mit den Ranking-Dimensionen, die wir haben. Also es ist wichtig, dass man immer dran denkt, dass Ranking-Faktoren bei Google vielfältig und mehrdimensional sind und wir insgesamt drei Ranking-Dimensionen haben, das Dokumentenlevel, das Domain-Level und das Source-Entity-Level. Das Dokumentenlevel hat Judith vorhin schon bei diesem Dachbodenbild angeschnitten. Das heißt, da betrachten wir wirklich einzelne Seiten, einzelne Ratgeber, einzelne Kategorieseiten, die hinsichtlich der Relevanz bewertet werden. Dann haben wir das Domain-Level, das eine gesamte Domain beinhalten kann, aber auch gesamte Verzeichnisse oder eben eine gesamte Themenwelt. Da sind wir beim Thema. Und da erfolgt die Bewertung hinsichtlich der Qualitätsfaktoren. Da kommen wir noch zu. Und dann gibt es das Source Entity Level, wo es um die Bewertung der Urheber geht. Also um Autoren zum Beispiel oder um die Marke an sich. Und es ist wichtig, dass wir als SEOs wirklich auf allen Leveln arbeiten und nicht nur auf Dokumentenlevel zum Beispiel, sondern wirklich alle Ebenen mitbedenken.
Und wenn wir über Qualitätsfaktoren sprechen möchten, dann sollten wir uns auf jeden Fall auch anschauen, was bedeutet denn Qualität für Google eigentlich? Und das macht Google relativ transparent, auch wenn es ein bisschen oberflächlich ist. Aber ich habe dir mal so ein paar Ausschnitte mitgebracht. Also grundsätzlich kann man sagen, dass Google natürlich Inhalte bevorzugt, die hilfreich sind und die vertrauenswürdig sind und halt eine hohe Nutzerfreundlichkeit aufweisen. Das heißt, sowas wie neuartige Informationen, also nichts Veraltetes, sollte auf jeden Fall im Content passieren. Aussagekräftige Informationen, also nicht so oberflächlich bleiben, als zuverlässige und anerkannte Quelle anerkannt werden zu bestimmten Themenbereichen. Umfassende Beschreibungen, also nicht so Präsentationen, nicht so Textwüsten und so weiter, sondern dass die Inhalte auch wirklich ansprechend präsentiert sind. Mediendiversität spielt da teilweise auch eine Rolle. Und Quellenangaben, kommt immer so ein bisschen auch auf das Thema an, können aber auch hilfreich sein. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie bewertet Google die Qualität? Und da kommt das EAT, Qualitätskonzept, ins Spiel, hat vielleicht die eine oder andere von euch schon gehört. Ich sage es jetzt nochmal ganz schnell. Also EAT steht für Experience, Expertise, Autorität und Trust. Und das Ziel, wie sollte es anders sein, ist natürlich die Qualität von den Suchergebnissen zu verbessern. Und es gibt eine Vielzahl an möglichen EAT-Bewertungsfaktoren, sowohl Off-Page als auch On-Page. Seht ihr da in der Grafik auch nochmal ganz gut. Ich habe jetzt nochmal so ein paar von der On-Page-Seite rausgezogen, wo es auch zum Beispiel um den Publisher geht, aber auch um Nutzersignale, also auch wichtig. Wie oft wird auf mein Content geklickt? Wie ist die Bounce Rate? All das ist auch ein Faktor, ein Bewertungsfaktor. Und sowas wie der Umfang des Contents beispielsweise. Genau, und die wichtige Frage für uns ist jetzt natürlich, wie können wir denn darauf Einfluss nehmen? Und das können wir off-page als auch on-page. Wie gesagt, fachkompetente Autoren können eine Rolle spielen, tiefergehender Content, Content Gaps ausschließen, das sehen wir auch oft, dass so ein bisschen oberflächlich Themen ausgearbeitet werden, aber gar nicht geschaut wird, was fehlt uns vielleicht auch im Hinblick auf den Wettbewerb noch. Regelmäßige Aktualisierungen, also da auch aufs Keyword-Set achten. Teilweise ändert sich ja die Suchintention auch irgendwann, beispielsweise von Info zu Trans, das muss man auch immer checken. Dann auch die Suchintention zu bedienen mit dem Content natürlich. Teilweise gibt es ja auch gemischte Suchintentionen, wo man dann über hybride Seiten nachdenken kann. Backlink-Aufbau zu dem Keyword des Themas kann auch eine Rolle spielen. Erwähnung in Publikationen, Blogs und so weiter, Social-Media-Präsenz. Und anhand dieser letzten Punkte bekommt ihr vielleicht schon mit, dass das nicht nur Aufgabe eines SEOs alles ist, sondern dass auch Content-Marketing, PR, Social Media da eine Rolle spielen kann, sich als Marke für ein Thema zu etablieren. Und ich glaube, Olaf hat den Begriff Digital Authority Manager ins Leben gerufen. Der soll eigentlich nur heißen, dass es eine Person gibt, die sich um all diese Stakeholder kümmert, schaut, dass das alles zueinander passt und dass sie alle zusammen an einem Strang ziehen, um ein Thema halt nach oben zu pushen. Und ein kleiner Aspekt noch, besonders wichtig ist das Ganze bei Your Money Your Life Themen, weil es dort als, also EAT zu bedienen, als Gatekeeper für hohe Rankings zählt. Genau, und falls ihr noch weitere Informationen, das war jetzt wirklich alles sehr oberflächlich, dann schaut nochmal, wir haben einiges auf dem Blog, ein Deep Dive zu EAT auf jeden Fall auch noch oder auch eine Checkliste. Ich denke, die Wichtigkeit oder Relevanz von Aufbau von Topical Authority wird auch nochmal deutlich, wenn wir uns die Core und Helpful Content Updates anschauen und deren Ziele vor allem, denn diese haben so einen gemeinsamen Nenner, kann man sagen, und das ist die kontinuierliche Verbesserung der Suchergebnisse und der Nutzererfahrung durch eben die Förderung von hochwertigen und nutzerzentrierten Inhalten, und das ist ja genau das, was wir durch eine Themenwelt auch erreichen wollen. Genau, hier seht ihr nochmal so ein paar. Das letzte Update ist jetzt nicht mit drin. Das ist ja vor ein paar Tagen erst zu Ende gegangen. Genau, aber zählt auch aufs ähnliche Ziel ein wie die anderen zuvor. Genau.
Und wenn man das jetzt nochmal zusammenfasst, dann ist es so, dass Seiten belohnt werden, die halt umfassenden, tiefgehenden und gut recherchierten Inhalt bereitstellen und als zuverlässige Quelle anerkannt werden und wertvolle Infos liefern. Und wenn man das alles schafft, dann kann man auch die Google-Updates bedienen und im Idealfall die Sichtbarkeit steigern und dann dementsprechend natürlich auch den Traffic. Und jetzt könntet ihr sagen, ja, das ist ja alles schön und gut, aber was ist denn mit der Zukunft, die uns natürlich alle umtreibt? Ich habe jetzt natürlich keine Glaskugel, aber was man auf jeden Fall sagen kann, dass der Aufbau von Topical Authority wahrscheinlich auch in Zukunft relevant bleibt, denn Google strebt auch weiterhin danach, die Nutzererfahrung weiter zu verbessern. Das habt ihr in den letzten Folien sicherlich auch als Buzzword öfter mal von mir gesagt bekommen. Weiterhin einen großen Wert auf EAT zu legen, auch im Hinblick auf die Indexierungssteuerung beispielsweise. Durch Machine Learning und KI werden Inhalte in Zukunft wahrscheinlich noch besser und einfacher vor allem bewertet werden können. Und was wir auch haben, diese Flut an Informationen, die von der KI leicht erstellt werden können, dass da die Bedeutung von vertrauenswürdigen Quellen bei Google ja immer größer wird. Und dementsprechend wird das Thema auch nicht kleiner. Genau, und jetzt nochmal 4 kleine Takeaways, die ihr mitnehmen könnt. Also bei den Ranking-Dimensionen wichtig, auch das Domain-Level zu bedienen, um Sichtbarkeit zu fördern. Auf Google Qualitätsvorgaben achten, also EAT bedienen, regelmäßig Content Inventory durchführen und Suchintention bewerten und dementsprechend dann auch den Content zu optimieren. Und Themenwelten sind wahrscheinlich auch in Zukunft relevant. Jetzt habt ihr den Teil geschafft. Genau, jetzt wollen wir uns noch mal ganz kurz anschauen, welche Ziele wir denn eigentlich mit Themenwelten verfolgen können. Und das ist zum einen, baut jetzt auch sehr schön auf dem Theorieblock auf, da erkennt man halt auch, warum wir da jetzt noch mal den Fokus drauf gelegt haben, nämlich die Verbesserung der Suchmaschinen-Rankings, also Sichtbarkeit steigern, Rankings in Suchmaschinen verbessern, dann die Positionierung als Branchenautorität zu einem bestimmten Thema. Wir haben die Möglichkeit, die Nutzererfahrung und die User Experience zu verbessern. Wir können die interne Verlinkung stärken, die Conversion steigern und von First-Mover-Effekten profitieren beziehungsweise leichter in Top-10-Rankings einsteigen. Bedeutet einfach, wenn wir uns halt schon eine gewisse Branchenautorität aufgebaut haben mit Hilfe von Themenwelten, dann haben wir es häufig leichter mit neuen Inhalten in gute Positionen einzusteigen. Dann die Möglichkeit, positive Touchpoints entlang der Customer Journey zu erzielen. Das sieht man nachher auch nochmal sehr schön im praktischen Teil, wie es eben möglich ist, zu jeder einzelnen Phase, in der sich der Nutzer befinden kann, mit Themenwelten den passenden Content für die Entscheidungsfindung bereitzustellen. Und dann natürlich letztlich wieder so übergestülpt über allem, was wir eben auch in unserem Dreieck gesehen haben, die Topical Authority aufzubauen. Ja, und das ist jetzt auch die Überleitung zu unserem praktischen Part. Jetzt wollen wir uns natürlich einmal anschauen, wie so eine erfolgreiche Themenwelt eigentlich aussehen kann. Und die Voraussetzung dafür, für eine erfolgreiche Themenwelt, ist immer auch die Berücksichtigung der Customer Journey. Und die Customer Journey, denke ich, sollte eigentlich jedem Begriff sein, aber wir haben trotzdem der Vollständigkeit halber zur Auffrischung nochmal kurz das Customer Journey Modell mitgebracht, wo wir nochmal kurz auf die einzelnen Phasen eingehen. Das seht ihr jetzt hier. Das ist auch unser eigenes Customer Journey Modell, was wir entwickelt haben. Und das unterscheidet zu vergleichbaren Modellen, dass wir die Pre-Awareness Phase an der Stelle mitgedacht haben. Und die Pre-Awareness Phase geht nämlich davon aus, dass der Nutzer noch gar kein konkretes Interesse an einem spezifischen Thema beziehungsweise an unseren Produkten und Dienstleistungen hat. Und das ist eben eine sehr wichtige Phase, die mitgedacht werden muss, weil die natürlich letztlich auch darüber entscheidet, können wir den Nutzer eigentlich auf dieses Problem, was wir vielleicht mit der Themenwelt auch und mit Hilfe unserer Produkte und Leistungen bedienen wollen, dann ansprechen und abholen. Dann die Awareness-Phase nochmal kurz zusammengefasst. Hier zeigt der Nutzer Interesse an Themen und Inhalten im Umfeld unseres Angebots. Also hier besteht halt vor allen Dingen ein thematisches Interesse.
was dann auch so den Übergang in die Consideration-Phase gut beschreibt, denn hier hat der Nutzer dann schon wirklich Interesse an konkreten Leistungen, Produkten, Angeboten noch nicht, aber einfach an Inhalten im Umfeld unseres Angebots und es besteht halt schon ein konkreteres Lösungsinteresse. Und dann in der Preference-Phase geht es dann darum, Lösungen und Produkte aus unserem Portfolio zu kaufen und man sucht eben nach dem passenden Anbieter, also ein klassisches Produktinteresse. Und in der Purchase-Phase geht es dann wirklich ja darum, dass der Kauf getätigt werden will, idealerweise dann bei uns. Und in der After-Sale-Phase wurde dann gekauft bzw. beauftragt und man macht so die ersten Erfahrungen mit den Produkten oder auch eben mit den Dienstleistungen, die beauftragt wurden. Und hier ist das Interesse insbesondere groß hinsichtlich Service- und Support-Themen. Und nicht zu vernachlässigen dann ganz zum Schluss natürlich auch die Loyalty-Phase. Idealerweise ist der Kunde zufrieden und wir haben hier eben die gute Möglichkeit für Cross- und Upselling, aber eben auch den Kunden als Fürsprecher zu gewinnen, sodass er auch Empfehlungen weitergibt und wir darüber hinaus auch neue Kunden gewinnen können. Also kann man nochmal zusammenfassen, in den oberen drei Phasen geht es vor allen Dingen darum, die Reichweite zu stärken, Vertrauen und Emotionen aufzubauen, Conversions vorzubereiten und eben ein Branding aufzubauen. Und in den unteren beiden Phasen geht es vor allen Dingen darum, das Einkaufserlebnis zu optimieren, die Kundenzufriedenheit weiter zu steigern und, was ich gerade eben schon angesprochen habe, den Nutzer als Multiplikator für uns zu gewinnen, sodass er idealerweise uns weiterempfiehlt und wir darüber hinaus auch bei ihm Cross- und Upselling-Möglichkeiten haben. Genau. Jetzt haben wir hier nochmal das Ganze ein bisschen konkreter schon mitgebracht, weil man sich ja jetzt so fragt, wie kann denn eigentlich so eine Themenwelt bedient werden und wie kann das Ganze aussehen? Das ist jetzt in unserem Fall sehr auf den E-Commerce bezogen, lässt sich aber natürlich dann auch auf B2B übertragen und dann entsprechend mit anderen Seitentypen und Beispielen. Aber wenn wir jetzt mal vom E-Commerce ausgehen, dann können wir die Pre-Awareness-Phase zum Beispiel mit Social-Media-Postings oder auch Ads gut bedienen, also um den Nutzer halt wirklich erstmal auf etwas aufmerksam zu machen, quasi ein Problem herzustellen, was er vielleicht selber so noch gar nicht kannte und so erstmal für das Thema zu sensibilisieren. Dann in der Awareness-Phase, haben wir ja eben uns angeschaut, geht es vor allen Dingen darum, das Themeninteresse zu bedienen. Und das lässt sich natürlich super mit informationsorientierten Inhalten abbilden, also beispielsweise mit einem klassischen Ratgeber. In der Consideration-Phase, wo es dann schon eher so in Richtung Lösungsinteresse auch geht, kann zum Beispiel auch ein Tool helfen. Das kennt man bestimmt aus von ganz vielen Seiten, ne, wo es beispielsweise darum geht, wie finde ich das passende Duschgel, die passende Mascara, wie auch immer für mich. Und dann wird man halt durch unterschiedliche Fragen durchgeleitet und bekommt dann am Ende eine erste Übersicht von möglichen Produkten, die gut passt. Also einfach auch da so die Entscheidungshilfe und die Lösung für die Probleme, die man für sich identifiziert hat, zu geben. Und dann in der Preference-Phase haben wir jetzt mal unterschiedliche Seitentypen aufgeführt im E-Commerce. So der klassische Einstieg ist meistens die Kategorie-Seite, also wo wir wirklich alle Produkte zu diesem Thema einmal übersichtlich gelistet haben, vielleicht noch mit einem Kaufratgeber versehen, um dem Nutzer dann eben auch die passenden Produkte zur Verfügung zu stellen. Und da kann man ihn dann auch wunderbar zu anderen bisschen spezifischeren Seiten weiterleiten, also beispielsweise zu einer Markenseite, relevante Marken zur Verfügung zu stellen. Wir haben da jetzt beispielsweise Duschgele abgebildet. Nehmen wir mal Nivea Duschgele. Also, dass man da dann auch nochmal weitere Informationen zur Verfügung stellt oder dann eben auch Filterseiten oder wir nennen das auch Markenthemenkombination. Also, wenn der Nutzer weiß, ich möchte jetzt ein Duschgel unbedingt von Nivea, aber Nivea hat vielleicht auch unterschiedliche Duschgele. Und da bekommt er dann eben die Übersicht und wird da auch nochmal mit Hilfe von Kaufratgebern beraten. Das mal so als paar Auszüge. Und in der Purchase-Phase im E-Commerce natürlich extrem wichtig die Produktdetailseite, also wo dann letztendlich zu einem bestimmten Produkt, für das sich der Nutzer dann vielleicht schon
ja nahezu entschieden hat, nochmal weitere Informationen zur Verfügung gestellt werden können im Detail, die ihm dann auch letztendlich den letzten Schritt des Bestellprozesses erleichtern. Also sowas wie Bewertung hat man ganz oft auf den Produktdetailseiten oder nochmal weiterführende Inhalte zu Inhaltsstoffen, all solche Dinge, die dann da abgebildet werden. Und dann so ein bisschen losgelöst, gar nicht jetzt irgendwie einer Phase zugeordnet, haben wir die Hub-Seite. Die Hub-Seite bündelt quasi alle Inhalte, die wir in einer Themenwelt haben, also sowohl informationsorientierten Content als auch transaktionalen Content. Und bietet da eben idealerweise schon above the fold den Nutzer die Möglichkeit, zu den für ihn relevanten Inhalten sich zu navigieren. Und das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, weil natürlich nicht jeder Nutzer diese klassische, ja, Customer Journey immer von oben bis unten einmal durchläuft, sondern es gibt eben unterschiedliche Einstiegspunkte. Also er kann natürlich auch schon mit einem konkreten Produktinteresse zu uns kommen und dann ist es eben auch wichtig, ihm da einen Einstiegspunkt zu geben und ihn dann zu den weiterführenden Informationen, die ihn den Entscheidungsprozess erleichtern, zu navigieren. Und das ist eben möglich mit Themenwelten, einer guten Struktur und eben entsprechenden Hubseiten. Genau. Und jetzt haben wir noch ein konkretes Beispiel, nämlich das Beispiel Gartenteich, um das einmal durchzuspielen, auch wenn der Sommer jetzt leider vorbei ist. Aber Gartenteiche sind, glaube ich, auch im Herbst Thema noch. Genau. Klick mal bitte kurz, Judith, durch. Genau, also Gartenteich als Keyword könnte zum Beispiel für eine Hubseite relevant sein, weil es halt ein sehr generisches, sehr großes Thema ist, wo man dann noch tiefer einsteigen kann ins Thema, was dann, wie gesagt, alle Content Pieces erstmal sammelt und verlinkt. Und ja, beim Social Media Posting könnte zum Beispiel irgendwie ein Vorher-Nachher-Bild von einem Gartenteich sein, sodass der Nutzer denkt, ah ja, cool, ich hätte auch gern einen Gartenteich, wie mache ich das Ganze denn? Ich will einen Gartenteich anlegen, googelt das dann und kommt dann halt zum Beispiel auf einen Ratgeber zu dem Thema. Denkt sich dann, okay, welche Teichpumpe brauche ich denn eigentlich überhaupt und kommt dann auf einen Teichpumpenrechner, wo man sich dann ausrechnen kann, ja, was für meinen Gartenteich die richtige Teichpumpe ist. Genau. Und kommt dann auf die Kategorieseite mit den ganzen Teichpumpen, dann Markenseite. Vielleicht hat er sich dann für eine Marke schon entschieden, vielleicht für Oase Teichbau. Oder kommt dann halt auf die Oase Teichpumpen Marken-Themen-Kombinationsseite, was Judith vorhin schon erklärt hatte. Und dann am Ende auf ein bestimmtes Teichpumpenmodell. Das heißt, er ist eingestiegen, erstmal mit einem konkreten oder unkonkreten Interesse einen Gartenteich zu bauen und landet dann vielleicht am Ende auf der Produktdetailseite. Genau, wie Judith schon gesagt hat, ist es aber ja nicht so, dass man von oben bis unten immer durchsteigt, so wie diese Pfeile, die Judith jetzt einblendet, das suggerieren, sondern dass es auch sein kann, dass man ja direkt vielleicht bei der Markenseite oder bei der Markenteamkombinationsseite einsteigt und dann auch zum Kauf kommt. Genau, so wie da die Pfeile zeigen. Wir haben es schon gesagt, eine Themenwelt oder bei einer Themenwelt ist es auch ganz wichtig, dass wir die interne Verlinkung mit bedenken. Hier seht ihr ja die unterschiedlichen Seitentypen und wie die miteinander verlinkt sein könnten. Es sieht jetzt ein bisschen unübersichtlich aus, aber es ist tatsächlich schon so, dass man von unterschiedlichen Seitentypen auf andere Seiten ja, wild verlinken kann, um eben die Customer Journey zu unterstützen. Teilweise ist es ja auch so, dass man vielleicht auch nochmal irgendwie zurückspringt und dann aber auch wieder hinspringen will, weiter im Funnel. Genau, also das wäre jetzt mal so eine grobe Übersicht, wie man es intern verlinken könnte. Interne Verlinkung natürlich auch ein wichtiger SEO-Hebel, das sei noch dazu gesagt. Genau, ich habe das Thema Obi mal mitgebracht. Die haben nämlich eine super Themenwelt zum Thema Gartenteich aufgebaut. Hier seht ihr einen mini kleinen Ausschnitt davon. Also es ist wirklich noch viel umfassender und daran sieht man auch nochmal, wie viel man bei generischen Themen oft rausholen kann, auch wenn man so ein bisschen non-tailiger wird.
Und was auf jeden Fall sichtbar ist, dass wir auf der rechten Seite sehr viel Info-Content haben, also vor allem Ratgeber und Videos und so weiter. Dann haben die aber noch super viele Kategorien auch dazu passende. Das ist, wie gesagt, nur ein Ausschnitt. Und wenn man sich die Rankings anschaut dazu, das habe ich auch mal gemacht, dann sieht man auch, dass für die Hauptkeywords da ganz viele Einsen und Zweien stehen, also dass die ganze Themenwelt auch noch sehr gut rankt und dementsprechend wahrscheinlich auch performt. Dementsprechend ja, ist es was, was man sich näher anschauen könnte. Zum Beispiel zu dem Thema Gartenteich anlegen, wo wir jetzt noch so ein bisschen tiefer reingehen. Genau, wenn man sich die Seite oder den Ratgeber Gartenteich anlegen anschaut, dann ist es, wie gesagt, wie eine Art Hub-Seite aufgebaut. Kannst du noch mal klicken? Und diese Seite rankt tatsächlich auch zum Keyword Gartenteich auf Position 1, zumindest vor ein paar Wochen noch. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt immer noch so ist, aber damals war es auf jeden Fall so. Und ja, wenn man sich den Seitenaufbau anschaut, dann ist es eigentlich ziemlich gut gemacht. Wir haben ein Inhaltsverzeichnis, was natürlich Sinn macht, wenn man einen sehr, sehr langen Content hat, sodass der Nutzer vom Einstieg vom Above-Default-Bereich sofort irgendwie sich leicht durchnavigieren kann und zudem Thema auch kommt, für was er sich interessiert. Dann haben wir einen kurzen Teaser, um was geht es überhaupt in diesem Ratgeber. Und dann sieht man auch schon relativ schnell ein Produktkarussell, wo man direkt ja schon mal ein paar Sachen irgendwie kaufen kann, wenn man das möchte. Dann sehen wir eine Verlinkung zum Ratgeber Fertigteich anlegen. Das ist das, was ich meine. Es geht erstmal um Gartenteich anlegen, aber es gibt ja noch ganz viele unterschiedliche Unterformen von Gartenteichen. Und deswegen verlinkt Obi hier jetzt auf den Fertigteich anlegen. Es folgt ein ausführlicherer Fließtext. Und dann geht es auch ja, relativ schnell zu einer Verlinkung zu einer Kategorie, in dem Fall Teichbecken, was ja auch passt, wenn ich einen Fertigteich anlegen möchte. Und dann gibt es auch einen Ratgeber-Verlinkung zu Folienteich anlegen, wenn ich lieber einen Folienteich möchte. genau. Also dieser Hubseitencharakter kommt da, oder diese interne Verlinkung kommt da auf jeden Fall auch nochmal heraus. Ja, des Weiteren ähnelt sich das Ganze eigentlich auch so ein bisschen. Klick nochmal bitte. Genau, wir haben da unten einen Teichplaner verlinkt. Man kann nämlich auch vor Ort im Obi-Markt sich direkt einen Teich planen lassen und dann kann man da ja relativ schnell hingelangen. Also man kommt auch zum POS relativ schnell. Dann sind noch weitere Ratgeber verlinkt. Also wie gesagt, die haben sehr, sehr viele in dem Fall und wir haben auch noch ein Related Content Modul, was ihr da rechts seht. Genau, also sehr allumfassender Content. Man kann tiefer in den Funnel rutschen, man kann aber auch direkt zu transaktionalen Seiten gelangen. Es ist zu diesem Thema also alles abgedeckt, was man braucht. Es ist sehr nutzerfreundlich und das ist ja genau das, was wir auch erreichen wollen. Immer an den Nutzer denken. Genau. Und ich glaube, damit haben wir jetzt auch einen ganz guten Eindruck davon bekommen, wie so eine erfolgreiche Themenwelt ja aufgebaut ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich denn eigentlich in die Umsetzung und wie definiere ich denn eigentlich erstmal ein Thema für die Themenpositionierung, zu der ich dann letztlich auch eine Themenwelt umsetzen kann. Und dafür ist es halt, wie gesagt, nochmal gut, sich vor Augen zu halten. Ja, so in Form von einer Checkliste haben wir euch das jetzt mitgebracht, was die Themenwelt ausmacht. Das haben wir jetzt gerade auch schon im Praktischen gesehen. Das ist jetzt nochmal so eine kleine Zusammenfassung. Es ist halt immer sehr wichtig in erster Linie, dass man das Thema wirklich allumfassend abdenkt und aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet. Und dabei natürlich ja in erster Linie die wichtigsten Fragen der Nutzer beantwortet, also nicht nur in erster Linie, sondern das ist natürlich immer das oberste Ziel. Dann haben wir gerade schon gesehen, wie wichtig auch die Struktur und die logische Organisation ist. Also es ist wichtig, dass der Nutzer sich einfach navigieren kann, dass wir eine klare Hierarchie haben, um ihn dann letztendlich auch zu allen Inhalten, die wir haben, führen zu können. Dann interne Verlinkungen, um die Seitenautorität zu stärken, aber eben natürlich auch, um die Nutzerführung zu verbessern. Und wie Laura ja auch schon gesagt hat, sehr wichtiger SEO-Hebel.
Dann das Thema Aktualität und Relevanz, auch sehr wichtig. Gerade bei Themenwelten ist es nicht damit getan, die einmal aufgebaut zu haben, sondern es ist halt enorm wichtig, dass wir neue Entwicklungen beobachten und auch neue Trends berücksichtigen. Oder wenn sich vielleicht auch bestimmte Dinge zu einem Thema geändert haben, die dann auch entsprechend in dieser Themenwelt aktualisieren. Dann natürlich die Berücksichtigung der Customer Journey, haben wir eben auch schon sehr ausführlich gesehen. Es ist wichtig, eben die einzelnen, die Phasen zu berücksichtigen, in denen sich der Nutzer befinden kann und die er durchläuft und ihm für jede einzelne Phase, durch die er sich navigiert, die passenden Entscheidungsfindungen zur Seite zu stellen. Und dann haben wir das Thema hohe Inhaltsqualität. Klar, also die Inhalte der Themenwelt müssen gut, korrekt recherchiert sein und halt leicht verständlich aufbereitet sein. Wir müssen natürlich auch wichtige Keywords strategisch einbinden, weil wir letztendlich natürlich auch die Sichtbarkeit als Ziel haben. Dann multimediale Inhalte, die können halt auch nochmal die Inhaltsqualität positiv beeinflussen, gerade bei Themen, die vielleicht ein bisschen komplexer sind oder die man einfach besser versteht, wenn da noch ein Bewegtbild hintersteckt oder eine Infografik, also eben auch nochmal ein sehr wichtiger Faktor. Dann natürlich nutzerzentrierte Strategie, das zieht sich eigentlich so durch alle Punkte. Wir wollen natürlich die Interessen und Bedürfnisse der Nutzer berücksichtigen und daran natürlich auch unsere Gesamtstrategie ausrichten der Themenwelt. Und dann letztlich auch der Aufbau von hochwertigen Backlinks, also dass wir Links von vertrauenswürdigen und themenrelevanten Quellen bekommen, um dann eben auch die eigene Themenwelt wieder zu stärken und das auch verfolgen. Ja, und jetzt fragt man sich, okay, schön und gut, aber ich muss ja auch irgendwie das Thema dafür finden, zu dem ich mir eine Topical Authority aufbauen kann und wo es sich lohnt, eben in diese Themenwelten zu investieren. Und da kann man sich so ein paar Tools und Methodiken bedienen, die wir euch hier mitgebracht haben. Also klar, Zielgruppenbefragung, man kann aber auch Feedback aus Kundeninteraktionen einholen. Die klassische Keyword-Recherche natürlich auch wichtig. Selbstanalyse, Trend- und Marktforschung kann man machen, aber auch eben natürlich den Wettbewerb nicht vergessen und da einfach auch mal schauen, wo sind denn vielleicht Content-Gaps, die Wettbewerber schon bedienen und wo wir halt aber einfach noch Lücken haben. Was aber eben wichtig ist bei all den Daten, die man darüber dann auch generiert, ist, dass man sich damit kritisch auseinandersetzt. Und dafür haben wir so einen kleinen Entscheidungsbaum gebastelt und mitgebracht, der natürlich jetzt hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat, aber trotzdem einen ganz guten Leitfaden dazu bieten kann, um sich eben kritisch mit den Ergebnissen auseinanderzusetzen und nochmal zu bewerten, passt das Thema wirklich zu uns und sollten wir uns dazu positionieren. Und da ist zunächst einmal eine wichtige Frage nach dem Kerngeschäft. Also passt das Thema wirklich zu unserem Kerngeschäft und natürlich auch zu unserer Zielgruppe? Es bringt jetzt zum Beispiel nichts, wenn wir, als Tierfutteranbieter was zum Thema Horoskope machen. Das wird Google halt auch sehr schnell merken, dass wir das Thema wahrscheinlich eher angegangen sind aufgrund von Suchvolumen und nicht, weil es gut zu uns und unserer Zielgruppe passt. Die Frage auch nach dem Potenzial für eine ganzheitliche Themenbetrachtung. Wir hatten es ja am Anfang auch schon mit den unterschiedlichen Ebenen gesehen. Wir wollen eben nicht nur auf Dokumentenebene denken, sondern ganzheitlich und da eben auch nochmal zu schauen, sind wir beispielsweise auf das Thema Candy Bar gestoßen, dann nochmal zu gucken, okay, das hat irgendwie mit Hochzeit zu tun und da gibt es noch viele weitere Themen drumherum, das passt irgendwie zu uns, das passt zu unserer Zielgruppe und da können wir dann lieber das ganzheitlich aufziehen, als jetzt nur einen konkreten Info-Ratgeber zum Beispiel dazu aufzubauen. Dann die Frage nach dem Wettbewerb, also natürlich auch sehr wichtig zu schauen, hat sich der Wettbewerb bereits umfassend zu dem Thema positioniert. Und da will ich auch nochmal darauf verweisen, dass wir jetzt bei der Antwortmöglichkeit ja extra auch nochmal bewusst hingeschrieben haben, gegebenenfalls nicht geeignet, weil nur weil der Wettbewerb das umgesetzt hat, heißt das natürlich nicht, dass es dann für uns ein Ausschlusskriterium ist, das umzusetzen. Im Gegenteil, manchmal ist es natürlich auch zu bestimmten Themen einfach enorm wichtig und essentiell,
Themen aufzubauen, aber da nochmal zu gucken, was können wir vielleicht auch besser machen und haben wir da auch die Kapazitäten und ja, auch die Möglichkeiten, da dem Nutzer einfach einen größeren Mehrwert zur Verfügung zu stellen. Und wenn das nicht der Fall ist, noch besser, dann sollten wir ja da möglichst schnell handeln, die Strategie ausarbeiten und dann von First-Mover-Effekten profitieren, die wir ja auch eben als Ziele von Themenwelten definiert haben. Und dann zu guter Letzt die Frage, die auch nochmal sehr hilfreich sein kann, ist bei dem Thema eine Produktnähe gegeben oder halt eben eine Nähe zu unseren Dienstleistungen und Angeboten, wenn man jetzt mal so ein bisschen vom E-Commerce wegdenkt, weil letztendlich wollen wir natürlich auch Abschlüsse erzielen, wir wollen Sachen verkaufen und da ist es natürlich auch enorm wichtig, dass es dann auch zum Portfolio passt. Wenn die Antwort darauf jetzt nein heißt, dann ist es nicht gleich auch ein Ausschlusskriterium. Da merkt man auch wieder sehr schön, dass Themenwelten und vor allen Dingen auch der Aufbau von einer Topical Authority nicht nur allein im SEO verortet sein kann, sondern es eben auch da wichtig ist, den Austausch zu anderen Disziplinen zu suchen. Also hier in dem Fall jetzt zum Beispiel zum Einkauf, wo man dann nochmal in den Austausch gehen kann, bietet die Erweiterung des Produktsortiments Potenzial. Und wenn das der Fall ist, kann man das eben ausbauen und ein Thema auch umsetzen, wenn man vielleicht gerade noch nichts dazu gelistet hat. Und am Ende bleibt dann natürlich auch noch die Frage danach, was bringt es denn jetzt eigentlich, eine Themenautorität durch Themenwelten aufzubauen und wie lässt sich auch der Erfolg einer Themenwelt messen? Und da können wir aus Projekterfahrung sagen, dass es definitiv leichter ist, Top-Rankings zu relevanten Keywords zu einem Thema zu generieren. Und dass es auch deutlich einfacher ist, schneller in den Top-Rankings einzusteigen. Gerade wenn wir eine Themenwelt aufgebaut haben und dann neue Themen dazu ergänzen, dann merken wir, dass die Entwicklung einfach deutlich schneller geht, was am Anfang ja sich vielleicht noch über Monate hinweggezogen hat. Dann haben wir eine höhere Verweildauer und eine niedrigere Absprungrate, klar, weil wir haben das eben gesehen, der Nutzer kann sich direkt weiter navigieren in einer Themenwelt auch und zu den passenden Inhalten dann den passenden Content finden oder die passenden Inhalte und Produkte. Die kontinuierliche Steigerung vom organischen Traffic, also Klicks, und die Erwähnung auf wichtigen anderen Webseiten, also wodurch wir halt wertvolle Backlinks erzielen können. Und was natürlich auch nicht zu vernachlässigen ist, ist eben der Wettbewerbsvorteil, den wir uns erarbeiten können durch die angesprochenen First-Mover-Effekte, aber eben auch, dass wir einfach von einer hohen Autorität profitieren können. Und da halt nochmal der Hinweis, auch wenn wir das schon an ein, zwei Stellen mal gesagt haben, aber es ist eben nochmal hier enorm wichtig, um eben diesen Expertenstatus zu halten, auch in Zukunft, reicht es halt nicht aus, diese Themenwelt einmal aufzubauen und als abgeschlossen zu betrachten, sondern es ist halt weiterhin wichtig, auch neue Painpoints zu identifizieren und zu bearbeiten, Content-Gaps zu schließen und eben auch frühzeitig auf neue Trends zu reagieren, die halt mit dem Thema in Verbindung stehen. Ja, und hier haben wir jetzt mal so einen kleine Step-by-Step-Anleitung gebaut, wenn man jetzt das Thema umsetzen möchte und sich so einen ersten Fahrplan aufsetzen möchte, dann ist natürlich der erste Schritt wichtig, die Silos aufzubrechen. Das hatte Laura auch im Theorieblock schon mal angesprochen. Wir haben es gerade auch nochmal im Entscheidungsbaum gesehen. Es ist halt enorm wichtig, dass wir Austauschformate zu wichtigen überschneidenden Disziplinen fördern, die eben auch an dem Aufbau einer Topical Authority darauf mit einzahlen können. Also wir haben ja zum Beispiel mal PR, Social Media, Einkauf mit aufgenommen. Also hier nochmal das Digital Authority Management zu betreiben und idealerweise eine Person bereitzustellen, die sich darum kümmert und diesen Austausch eben fördert. Dann natürlich das Thema zu identifizieren, beispielsweise mit Hilfe der Keyword-Recherche, beziehungsweise die Keyword-Recherche ist natürlich auch so unerlässlich. Wenn aber auch schon Inhalte bestehen, dann kann auch ein Content Inventory hilfreich sein, also einfach auch mal, um zu gucken, was haben wir denn eigentlich und was können wir daraus noch machen und welches Potenzial haben wir vielleicht bislang noch nicht ausgeschöpft. Wenn das Thema dann feststeht, dann eben auch die Unterthemen mappen
und das interne Verlinkungskonzept erstellen. Regelmäßiges Monitoring. Wir wollen natürlich halt auch sicherstellen, dass das, was wir machen, auch funktioniert und daraus, wenn es funktioniert, natürlich auch Best Practices ableiten, für weitere Themen, die wir aufbauen, den Content regelmäßig updaten, natürlich auch sehr wichtig, gerade wenn es halt vielleicht auch einen saisonalen Bezug zum Beispiel hat, dann ist es da auch immer wichtig, sowas wie die Veränderungen, die das Jahr dann mit sich bringt, zu berücksichtigen und die Themenwelt weiter ausbauen, also neue Themen immer wieder kontinuierlich identifizieren und die Themenwelt nicht als abgeschlossen betrachten. Ja, und jetzt mag man sich denken, ja, schön gut, aber wann soll ich das denn alles noch umsetzen? Weil das kann auf dem ersten Blick natürlich ganz schön erschlagend wirken. Die gute Nachricht ist, man muss das nicht alleine umsetzen. Dafür gibt es Agenturen wie Aufgesang. Und wir bieten all das, was wir euch gerade vorgestellt haben, an. Betreuen euch da gerne von Schritt 1 bis zur Umsetzung. Am liebsten natürlich auch schon direkt im Strategieprozess, weil das natürlich eben auch entscheidend ist, um dann die Themenwelt nachher gesamtstrategisch aufzuziehen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch immer möglich, dass wir an einzelnen Punkten mit einsteigen. Eher zum Beispiel im Strategiepart oder dann nachher, wenn es auch um die klassische konkrete Umsetzung dann geht, der Themenwelt. Und wenn ihr da Interesse dran habt, dann könnt ihr Laura und mich gerne anschreiben. Wir haben auch ganz am Ende nochmal unsere Kontaktdaten aufgeführt. Oder ihr könnt hier über diesen QR-Code oder über unsere Webseiten kostenlosen Erstberatungstermin vereinbaren.